Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht es um Radfahrer und um LKWs und alles drumherum. Also Perspektivwechsel ist das Stichwort. Ja, Radtour. Also unser sehr lieber Freund Markus Zoder, ein Speditionsfreund, ein Unternehmer, ungefähr so jung wie wir beide, hat mit dem VSH, mit dem Verband Straßengüterverkehr Hamburg, eine Initiative ins Leben gerufen, wo Lkw-Fahrer Fahrrad gefahren sind und Fahrradfahrer auf dem Lkw mitgefahren sind, um mal zu schauen, wie es bei dem anderen jeweils aussieht. Finde ich ganz toll. Das hat an einem Samstag stattgefunden. Die sind richtig Kilometer gefahren. Also war ganz heißer Tag. Irgendwie 40 Radkilometer, ist schon ganz schön. Das schaffst du nur mit deinem E-Bike, Nee, ne? Radfahren ist gefährlich, Ja, Axel. Da muss man immer drauf nicht, auf, muss dass man man aufpassen. hinfällt und solche Ja, Sachen. mit Hund und so ist gefährlich. Ja, nee, aber und dann haben die Radfahrer mal gesehen, wie es ist, wenn man im Fahrerhaus sitzt und den toten Winkel hat und tote Winkelspiegel und so weiter und so fort. Und das war für alle Beteiligten sehr hilfreich und soll auch Fortführung finden. Finde ich total Wir super. sind ja grundsätzlich der Meinung, dass die Leute viel zu wenig über den Straßenverkehr wissen, über die Regeln wissen, und das ist bei Radfahrern sicherlich noch schlimmer als bei Pkw-Fahrern. Und jeder kann sich immer in die Lage des anderen eigentlich gar nicht reinversetzen. Und ich glaube auch, leider ist es so, dass viele Radfahrunfälle vermeidbar wären, aber der Radfahrer denkt, ich habe hier Vorfahrt, wird schon mal sehen. Und dann ist es halt, das tut halt nicht nur weh, das kann auch tödlich enden. Und umso wichtiger ist es, dass ein Radfahrer weiß, der Lkw-Fahrer sieht nichts. Ob er das nun mit Absicht oder ohne Absicht oder unbewusst macht, ist einfach nicht in der Lage, da irgendwo noch zu bremsen an so einer Kreuzung. Und das sieht man natürlich am besten, wenn man mal in so einem Ding drin sitzt Ja. und sieht, das ist so groß wie ein Einfamilienhaus und nicht wie beim Fahrrad. Da vorne ist zu Ende und da ist zu Ende und ich sehe hier alles. Die sozusagen die Akzeptanz zu schaffen und ja, Ja. zu wissen, wie der andere sehen und denken muss, ist sehr wichtig. Und deswegen ist so eine Idee überfällig und müsste eigentlich viel, viel mehr produziert werden, weil das ist zwar schön, wenn das hier ein paar Leute machen, aber es bringt natürlich den Durchbruch nicht. Also Nein, aber das es ist ist ein eine. Anfang. Ja, super. Und man muss immer wieder sagen, der Radfahrer fährt nicht, also viele fahren zum Vergnügen, so wie du, wenn du abends mal eine Runde drehst Schön. und dann nur die Vorderradbremse betätigst, da Ja, lernt man ja auch, da lernt ne, man, ja klar, durch ein. besonders das Abrollen auf dem Asphalt, ja. Wenn dann die Schuhe auf der Straße liegen und so, machen wir nächstes Mal, ne? Ja, Aber viele gibt keine Radfahrer sind Bilder. zum Vergnügen unterwegs und einige natürlich auch, um von A nach B zu kommen. Der Lkw-Fahrer, der ist für uns alle da. Der hat die Paletten mit der Joghurt oder mit dem Flachfernseher oder mit dem Fahrrad Und hinten das auf der Allerwenigste, was er fährt, Ladefläche. ist für ihn selber. Das Genau. Allerwenigste, ja. Und wenn so ein Lkw-Fahrer oder auch ein Klempnerfahrzeug oder so ein Bau-Lkw abends um 17 Uhr in der vollen Hamburger Innenstadt fährt, dann ist der Arbeitstag gelaufen. Dann sind diese armen Kerle auch mal müde. Ein Radfahrer ist auch mal müde, aber der kann dann stehen bleiben auf dem Gehweg, kann mal schieben. Und ich finde, da wird auch sehr scharf verurteilt von den Lkw-Fahrern, auch wenn sie mal nicht Schuld haben. Ne? Es gab ja Radfahrer, die sind bei Rot über die Ampel gefahren, der Lkw ist da reingefahren, der Radfahrer ist leider verstorben. Und keiner redet über das zweite Opfer, nämlich der Lkw-Fahrer, der mit dem Tod des Radfahrers ja auch zurechtkommen muss. Ja, das ist immer Und das deshalb gibt Problem, es diesen Perspektiv. vergessen wird, ja. Genau, diesen Perspektivwechsel. Und hier steht auch im Fazit, dass die Skepsis der Radfahrer sehr weniger geworden ist, wenn man nicht sogar verschwunden ist, weil diese Menschen, die Fahrer, die sind für uns alle da. Gut, das glaube ich, geht gegenseitig so. Ein Fahrradfahrer, der im Lkw mitgefahren ist, wird spätestens am nächsten Tag anders unterwegs sein. Ja. Und vielleicht auch ein Lkw-Fahrer, der vorher kein super Radfahrer in der Stadt Ja. gewesen ist, das passiert ja auch nicht so oft, der wird auch anders denken, weil er weiß, das geht auch ziemlich schnell. Natürlich, geht ja in beide Also Richtungen. super, Ne? super Geschichte, sollte ausgebaut werden, sollte eigentlich jeder mal machen, sollte eigentlich Pflicht werden. Und Ja. dann das würde mehr helfen als ein Abbiegeassistent. Bis dahin, Allzeit, gute gute Fahrt! Fahrt. Brechbox. In die Brechbox. Schön rein in die Brechbox und dann mal gucken. Zähne ab, Wo läuft? Take 1, Clap. Jo, ne? Du, wir fangen jetzt an. Du, sag mal was. also. Sag mal was. Okay.